Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video für euch, was ich schon länger abdrehen wollte. Und zwar meine Self-Care-Routine. Also alles, was ich an einem Tag mache, an dem ich mir nur allein was Gutes tun möchte. Ich hatte es jetzt schon lange geplant und jetzt, wo viele von uns mehr Zeit zu Hause verbringen als sonst, dachte ich mir, wäre es auch der richtige Zeitpunkt dafür. In diesem Video zeige ich euch all die Dinge, die ich gerne so mache, wenn ich mir persönlich nur was Gutes tun möchte, ob es jetzt für meinen Körper oder für meine Seele ist, also alles irgendwie mit drin. Ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen Inspiration daraus holen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einfach nur noch ganz viel Spaß bei dem Video. When I think about the way we used to be, when I think about the thing. Mein Tag hat erstmal mit einer Dance-Session begonnen. Macht euch einfach gute Musik an und tanzt eure Sorgen weg. So startet man direkt mit einer guten Stimmung in den Tag. Und mein Gute-Laune-Song ist übrigens I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston. Ich liebe diesen Song einfach und er macht einfach immer direkt gute Laune. So much better off and baby you don't belong. Nachdem ich schön aufgewärmt vom Tanzen war, habe ich mich erstmal gedehnt und das ist etwas, was ich mittlerweile fast täglich mache, weil es mir einfach so gut tut. Ich fühle mich danach irgendwie immer freier und ich mache da einfach immer ein paar Übungen, die mir so einfallen und sich einfach gut anfühlen, aber ich kann euch dazu gerne auch ein paar Videos mal in der Infobox verlinken, falls ihr da keine Ahnung habt, wo man so anfangen kann. Vor allem ist aber wichtig, dass ich mir einfach mal einen Moment nehme, in dem ich mich nur auf meine Atmung konzentriere, denn das tun wir eigentlich viel zu selten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn Chaos in unserer Wohnung herrscht, dann herrscht auch Chaos in meinem Kopf. Deswegen tut es mir immer gut, erstmal ein wenig aufzuräumen, bevor ich so richtig in den Tag starte, weil ich fühle mich danach irgendwie immer etwas befreiter und irgendwie leichter, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch diese eine Ecke, die ihr euch schon so lange vornimmt und neu organisieren wollt. Und bei mir ist es zum Beispiel diese Schublade gewesen. Die habe ich jetzt endlich mal ein bisschen aufgeräumt und danach fühlt man sich auch direkt irgendwie ein bisschen besser. Neben dem Aufräumen tut es auch einfach mal gut, ein wenig auszumisten. Das kann alles Mögliche sein, sei es Klamotten oder Make-up. Trennt euch einfach mal von Dingen, die ihr eigentlich gar nicht mehr nutzt und deswegen auch nicht braucht. Auch das lässt einen irgendwie ein leichteres Gefühl verspüren. Aber neben diesen typischen Ausmistaktionen, habt ihr schon mal eure Abo-Liste auf Social Media ausgemistet? Ich habe mir mal die Leute angeguckt, denen ich auf Instagram folge und habe einfach mal welche entfernt, denen ich nicht mehr gerne folge. Stellt euch da vielleicht einfach mal diese Fragen. Tut es mir gut, dass ich dieser Person folge? Inspiriert sie mich? Oder gibt sie mir sogar ein schlechtes Gefühl und lässt mich an mir zweifeln? Dann entfolgt dieser Person. Wir selbst können bestimmen, welche Inhalte uns angezeigt werden auf Social Media. Und gerade wenn man auch viel Zeit da verbringt, sollte man wenigstens die Inhalte so gestalten, dass sie einem ein gutes Gefühl vermitteln. An einem Self-Care Day darf natürlich ein kleines Beauty-Treatment nicht fehlen. Ihr könnt da natürlich alles Mögliche machen. Ich habe erstmal meine Haut mit einem Toner vorbereitet und anschließend mal eine Maske aufgetragen, die im Übrigen natürlich viel zu groß ist. Wer hat dieses Problem noch mit diesen Sheet Masks? Und dann habe ich mir noch etwas die Nägel gemacht, während sie eingewirkt hat und parallel einfach mal meine Serie geschaut. Ihr könnt euch natürlich auch mal ein Bad einlassen oder euren ganzen Körper mal peelen oder eine Haarmaske einwirken lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Körper zu pflegen und das ist der perfekte Tag dafür, um sich einfach mal die Zeit dazu zu nehmen. Ganz wichtig, technikfreie Zeit. Sprich, einfach mal alle Geräte weglegen und vor allem das Handy,
Gerade jetzt sind wahrscheinlich alle noch mehr am Handy als sonst schon und dabei ist es so wichtig, mal davon abzuschalten. Ich habe mir deswegen einfach mal ein Buch geschnappt und mir die Zeit zum Lesen genommen. Das konnte ich dieses Jahr schon viel mehr umsetzen als sonst und ich merke, wie gut mir das auch tut. Und falls ihr etwas Inspiration braucht, habe ich hier einfach mal ein paar meiner Lieblingsbücher gesammelt. Was man neben dem Lesen auch machen kann, ist einfach mal zu malen. Und zwar habe ich hier ein Malbuch für Erwachsene sozusagen mit Mandalas. Und das hatte ich mir mal vor Ewigkeiten bestellt, aber irgendwie nie so richtig benutzt. Und ja, an dem Tag habe ich mich einfach mal hingesetzt und ausgemalt. Und ich muss sagen, es hat echt gut getan. Also es hat wirklich was Meditatives und entspannt einen richtig. Frische Luft ist immer ganz wichtig, vor allem wenn man den ganzen Tag zu Hause war und sich langsam etwas träge fühlt. Und deswegen bin ich auch kurz rausgegangen für einen kleinen Spaziergang und habe einfach mal neue Energie getankt. Zu Selfcare gehört für mich eindeutig noch Sport. Sport ist einfach mittlerweile ein Teil von meinem Alltag geworden und ich kann es mir auch gar nicht mehr wegdenken, weil ich einfach merke, wie gut es mir dadurch sowohl körperlich als auch mental geht. Und es ist auch einfach wichtig für unsere Gesundheit und deswegen sollte man Sport nicht vernachlässigen. Und beim Sport werden natürlich auch Endorphine ausgeschüttet und auch wenn man sich zwar manchmal etwas dazu aufraffen muss, fühlt man sich danach einfach immer besser. Deswegen Popo hoch und etwas Bewegung. Natürlich darf an so einem Tag auch nicht mein Lieblingsessen fehlen. Und was könnte das anderes sein als Pizza? Ich versuche mich im Alltag eigentlich immer sehr ausgewogen und gesund zu ernähren, weil ich auch einfach meinem Körper was Gutes tun will. Aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, mir nichts zu verbieten und einfach auch mal Dinge zu essen, die meiner Seele gut tun. Und ganz ehrlich, ein Leben ohne Pizza ist lange nicht so gut wie mit. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? My, oh my. My, oh my. Für den perfekten Abend fehlt noch ein guter Film und ich brauche an so einem Tag einen sogenannten Gute-Laune-Film, sprich ein Film, der mich nicht irgendwie anstrengt oder irgendwie zu sehr belastet von der Thematik, sondern einfach nur ein schönes Gefühl verleiht. Und natürlich ist es am Ende ein Disney-Film geworden und damit haben wir dann den Tag perfekt ausklingen lassen. Und wir kommen zu dem letzten Punkt an dem Tag, und zwar Tagebuch schreiben. Einfach mal seine Gedanken runterschreiben und dadurch etwas Ordnung im Kopf schaffen. Etwas, was ich in Zukunft auf jeden Fall viel öfter machen möchte. Und falls ihr da nicht wisst, was ihr so schreiben sollt, habe ich hier ein paar Fragen für euch gesammelt, an denen ihr euch einfach mal ein bisschen orientieren könntet.
es auch schon mit meinem Self-Care Day. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich muss dazu sagen, dass so die meisten Sachen, die ich jetzt in diesem Video zeige, versuche ich auch mittlerweile in meinen Alltag einzubringen. Also es sind nicht nur Dinge, die ich mir jetzt nur für einen bestimmten Tag vornehme, sondern die ich auch öfter irgendwie einfließen lassen möchte, um das einfach irgendwo auch zu einer Routine werden zu lassen. Natürlich hat man nicht jeden Tag so viel Zeit, alles zu machen. Deswegen ist das jetzt auch wirklich nur ein Video gewesen, wo ich mich komplett auf einen Tag konzentriert habe. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man versucht, diese kleinen Dinge öfter in seinen Alltag einzubringen, um dadurch auch irgendwo so einen Langzeiteffekt zu merken. Ansonsten beende ich jetzt dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Das zeigt mir einfach wiederum, welche Art von Videos euch besonders gut gefallen. Und ja, dann kann ich mich so ein bisschen daran orientieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!